Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin mittlerweile angekommen am heutigen Zielort Wolfsberg in Kärnten. Zuerst 2,5 Stunden von Wien mit dem Zug nach Graz, dann mit dem Intercity-Bus. Weiter 1 Stunde nach Wolfsberg, also 3,5 Stunden Fahrt, habe ich hinter mir ein bisschen warten in Graz. Nichtsdestotrotz endlich angekommen hier in Wolfsberg. Heute Wolfsberg gegen Sturm Graz. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, gestern zur Austria gegen Blau-Weiß Linz zu gehen. Ich habe aber leider selber Fußballmatch gehabt, deswegen ist es Wolfsberg gegen Sturm eben am Sonntag geworden, 14:30 Uhr. Das heißt, ich komme eigentlich auch ganz entspannt nach Hause. Gott sei Dank der frühere Ampfiff-Zeitpunkt heute. Nichtsdestotrotz, wir machen erstmal Wolfsburg ein bisschen unsicher, gehen was snacken und dann auf zur Lavantal Arena. Einmal bin ich ja schon mit dem Intercity-Bus gefahren, da bin ich aber direkt nach Klagenfurt durchgefahren. Da habe ich mir gleich in Klagenfurt Sturm angesehen. In Wolfsburg war ich auch schon einmal im Sommer, war ich im Auto unterwegs, weil war ich generell ein paar Tage in Kärnten und habe dann als Abschluss beim nach Hause fahren quasi das Spiel noch mitgenommen. Ja, gestern war ja schon Bundesligaspiel, wie gesagt, Austria gegen Blau-Weiß Linz 4-0, dann Lustenau gegen Rapid 0-5. Ich blende es euch da mal überall rein, die Ergebnisse. Ich glaube, Habeck hat 3-0 gewonnen. Also sehr, sehr eindeutige Ergebnisse heute. Was heute noch am Tag also im Plan steht, ist natürlich Klagenfurt gegen Salzburg. Klagenfurt, ein paar Punkte waren gut, unentschieden zumindest. Ja, letztes Mal, als ich hier in Wolfsberg war, war es eigentlich eine richtige Scheißpartie. Dann hat richtig starker Regen angefangen, dann musste das Spiel kurz unterbrochen werden. Also ich denke, mit so einem Unwetter müssen wir heute nicht rechnen. Nichtsdestotrotz, natürlich am Donnerstag, Europa League Belastung, auf jeden Fall 1-0, richtig geil, Punkte wichtig, eingesammelt. LASK leider wieder 0-1 verloren, also ich habe mir dann gleich die letzten 30 Minuten nach dem Training angesehen und sie hatte wirklich einige Torchancen, aber der Ball ging einfach nicht ins Tor rein. Wir hätten einfach den Ball nur noch ins Tor reinhauen müssen, richtig ärgerlich. LASK war richtig knapp dran, Punkte zu holen. Ja, schade, dass es diesmal nicht geglückt hat. Ich denke, gegen Toulouse, gerade zu Hause, sollten dann Punkte auf jeden Fall möglich sein. Heute Bundesliga wieder, da geht es darum, Punkte zu sammeln, oben dran zu bleiben. Ein Punkt ist mir hinter Salzburg, das heißt jetzt einfach nicht locker lassen, oben dran bleiben, bis zur Punkteteilung im Länderspielpause ist es und jetzt vor der Länderspielpause nochmal ein Dreier einfahren und vielleicht darauf hoffen, dass Klagenfurt dann um 5, das ist ja das Spiel, was heute um 5 stattfinden wird, punkten kann gegen Salzburg. Das wäre richtig, richtig geil. Ich habe mir auch im Vorhinein überlegt, wo ich hingehen werde in Wolfsberg und ihr seht da vorne das Rathaus, hier ein Kreuz mit dem goldenen Jesus drauf. Es ist eigentlich idyllisch. Hier drüben auch noch eine Statue von heiligen Johannes. Es ist recht nett hier. Also schöner, als man gedacht hat. Ganz ehrlich, hier sieht es eigentlich richtig hübsch aus. Hier in der Innenstadt, so kleine, enge Gasse, kann man fast gar nicht Straße nennen, mit diesen Gebäuden links, rechts. Sehr nett. Hier irgendwo ist ja, glaube ich, auch ein Schloss mit einem dazugehörigen Restaurant. Ich glaube auch Winothek und Bar und so weiter. Ich werde nicht hingehen. Aber es sah sehr nett aus. Da gibt es irgendwie auch so Abendveranstaltungen. Also Abendveranstaltungen kann man so am Abend hingehen. Gibt es eigene Dinner und so. Sieht richtig, richtig nett aus eigentlich. Also Wolfsberg, ich glaube, da kann man schon mal einen Abstecher herbachen. Also eine Tabaktrafik. Und oben steht Rauchrequisiten. Das ist noch oldschool. Rauchrequisiten, Shisha. Man sieht auch andere Vereine waren da. Oben mal vom WRC zu Hause ein Sticker. Und wenn man weiter nach unten schaut, hat der LASK einen Sticker hinterlassen. Ihr seht es, Yamas, wir sind angekommen. Hier die Karte, mal schauen, was es wird. Zum Trinken muss man bekannterweise nicht lange überlegen. Aber hier auch eine riesige Auswahl an Vorspeisen, Aufstrichen. Ihr seht es, hier noch Getränke, Hauptspeisen, Salate. Da gibt es richtig, richtig viel. Wir machen es uns auch noch ein bisschen romantischer. Oder auch nicht. Keine Romantik heute. Bisschen. Eine Rose ist am Start. Ich hab's doch noch geschafft. Wir haben auch Kerzenlicht. Quasi Kerzenlicht. Aber auch das Ambiente hier ist ja nett. Ihr seht es hier leicht mit Bildern. Griechisch eingerichtet. Griechische Musik rennt hier. Ist schon ein nettes kleines Lokal hier in Wolfsberg. Und jetzt alles in allem auch ein romantischer Anblick. Hier Fake-Kerzenlicht. Die Rose. Ein Weltklasse-Getränk. Steck ist auch schon da. Meine Tasche steht da noch ein bisschen im Weg. Hier kommt das Essen hin. Ich habe mich für so Ofengemüse mit Feta entschieden. Knoblauchbrot dazu. Das wird sehr geil. Ich muss mir auch keine Sorgen über irgendeinen Bauch wie das machen. Ich habe nachher noch einen 20-minütigen Verdauungsspaziergang von hier zur Lavantal Arena vor mir. Das heißt, ich sollte auch dann fit ankommen und dann ready sein, anzufeuern und gut zu filmen. Essen ist angekommen. Einmal hier das Ofengemüse mit Feta und auf der anderen Seite Knoblauchbitter. Schaut schon mal sehr gut aus und riecht auch schon sehr gut. Ihr seht, es ist dampft. Man sieht es leicht am Video. Ich freue mich drauf. Laufende Nahaufnahme. Verschiedene Gemüse, Feta und eben das Knoblauchbrot. Von dem habe ich gerade ein Stück gegessen. Das ist brutal. Das ist extrem heftig. Sehr, sehr gut gemacht. Richtig gut. Das ganze Lokal ist ja generell nicht so groß. Ist auch nur eine Bedienung da. Die geht auch immer wieder in die Küche. Also ich weiß nicht, ob es in der Küche sogar auch mithilft. Ich kann nur sagen, qualitativ ist es sehr, sehr gut. Das Gemüse hat genau die richtige Konsistenz. Es war genau richtig, falls es wirklich im Ofen war, im Ofen drin. Sehr, sehr gut. Ein kleines Zwischenresümee. Ihr seht, das Brot ist fast weg. Auch hier das Gemüse ist fast weg. Feta fast weg. Richtig. Richtig. Gut. Ganz spannend eigentlich. Die haben auch Tablette zum draußen sitzen. Hier ist das Lokal. Da geht man raus. Hier außen der Durchgang und hinten dann einmal Frauenklo, einmal Herrenklo. Ich habe das Gefühl, im Winter könnte es ein bisschen kalter drin werden, aber bei den Temperaturen gut durchlüftet. Hier die Rechnung, wir sehen jetzt zusammen 22,30 Radler, Knoblauchpita, Brian und Feta dazu. Zum Abschluss haben wir das noch bekommen,
Sehr, sehr nett. Wie gerade im Lokal schon gesagt, 22,30 ist, glaube ich, ein normaler Preis, den man heutzutage beim Essen gehen zahlt. Das Hauptgericht hat alleine nur 13 Euro und der Feta eben 2 Euro kostet, also 15 Euro das Hauptgericht. Das finde ich voll okay. Man natürlich Getränke und so Beilagen, Vorspeisen machen heutzutage einfach oft die Rechnung einfach immer ein bisschen teurer. Nichtsdestotrotz, Essen war sehr, sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen. Solltet ihr mal in Wolfsburg sein, aus welchem Grund auch immer. Und griechisches Essen mögen, qualitativ sehr, sehr gut und preislich, wie ich finde, auch in Ordnung. Aber jetzt zum wichtigsten Teil, zum sportlichen Teil. Ich habe jetzt eben einen 20-Minuten-Spaziergang vor mir, gehe zur Lavantal Arena und freue mich auf jeden Fall schon auf ein geiles Fußballspiel. Sobald die Aufstellungen da sind, werde ich euch darüber was sagen. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Meine Prediction für heute und so weiter kommen dann mit den Aufstellungen. Bin gespannt. Wir sehen uns dann, wenn die Aufstellungen draußen sind. Was ich so gelesen habe, soll der Auswärtsblock auch wieder sehr, sehr, sehr voll sein. Auch beim letzten Mal war der Auswärtsblock voll. Ich glaube, man fahrt nur eine Stunde oder so her. Ein paar Leute haben mir auf Instagram auch geschrieben, die meine Anreise schon mitbekommen haben in der Story, dass sie, glaube ich, eine Stunde oder 1,20 herfahren. Das ist eigentlich voll im Rahmen. Das geht voll. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass hier heute wieder von den Sturm eine sehr, sehr gute Stimmung gemacht wird. Ich werde heute wieder auf dieser Haupttribüne sitzen wie beim letzten Mal. Es gibt ja Ober- und Unterrang. Am Unterrang sind ja, glaube ich, so diese WRC-Fans, die eben für den WRC Stimmung machen werden. Mal schauen, wie laut man die von unten hören wird. Ich kann mich noch erinnern, die Trommel war, nachdem wir genau drüber gesessen sind, sehr, sehr laut beim letzten Mal. Genau, jetzt, wo ich es gesagt habe, sind noch die Aufstellungen reingekommen. Ich blende euch wie immer hier und hier ein WRC mit einer 5er-Kette. Sturm wird gleich nicht in 4-2-3-1, sondern ganz normal in der Raute spielen. Da ist wahrscheinlich jemand Football einfach nur so eingeblendet, weil sie nicht anders die Informationen zur Verfügung haben. Nichtsdestotrotz Sturm mit einer Top-Aufstellung. Aber noch, wie wir gesehen haben in den letzten Spielen, WRC mit vielen starken Spielern, Bamba zum Beispiel, der gerade sehr, sehr in Form ist. Mal schauen, wie sie performen werden mit der 5er-Kette. Natürlich auch defensiv vermutlich sehr, sehr stark und auch eher defensiv ausgerichtet. Wem kann man es verübeln? Sturm natürlich mit einer sehr starken Offensive. Kitaschwili, Vodacik, keine jetzt die richtige Aussprache, Zakaria. Ja, mal schauen, ich bin gespannt, aber ich glaube daran, dass sie schaffen werden, da heute als Sieger vom Platz zu gehen. Zeitgleich spielt der Lars gegen Alltag und für die Fans ein sehr sensibles Thema ist ja, dass Michol jetzt auch endlich wieder mal im Kader ist. Wurde aus dem Kader gestrichen und zu den Amateuren runtergeschickt sogar. Hat dort gute Leistung gebracht. Heute auf der Bank, mal schauen, ob er zu Einsatzzeiten kommt und vielleicht seinen Stempel im Spiel aufdrücken kann. Aber jetzt zu meiner Prediction für das Spiel heute, WRC gegen Sturm. Ich glaube, dass in der WRC auch offensiv eigentlich sehr stabil ist momentan, dass sie auf jeden Fall ein Tor erzielen werden. Ich sage einfach, entweder Bamba oder Zimmermann werden für den WRC das Tor machen, Zimmermann auf der Bank. Das heißt, wenn dann eher nach Einwechslung. Hat aber auch heuer schon öfter getroffen, als ihm eingewechselt worden ist, per Elfmeter oder aus dem Spiel. Also der ist sicher für einen Treffer gut als Einwechselspieler, als Joker. Und sonst Bamba, wie gesagt, sehr stark. Aber nämlich nachdem Sturm erstens eine sehr stabile Defensive hat und zweitens auch offensiv mehr als nur stark ist, gehe ich davon aus, dass heute 2 bis 3 Tore für Sturm fallen. Ich glaube, dass Zakaria 1 oder 2 Assists machen wird und Kitaschwili ein Tor machen wird. Das ist meine Prediction. Also Tor, Vodacik und Kitaschwili. Irgendwer trifft vielleicht noch, wenn es 3 werden sollten. Und Zakaria 2 Assists. So, wenn man hier in die Landschaft schaut, man denkt nicht, dass da vorne die Lavantal Arena ist, mitten zwischen den Häusern, seht ihr die Flutlichtmassen. Die Leute gehen schon hin, hier stehen richtig, richtig viele Autos, die dürfen ja auch die ganzen Auswärtsfans parken, irgendwie vom Acker oder so, ich weiß gar nicht, was dazugehört zur Lavantal Arena, aber hier seht ihr die Flutlichtmassen, wir sind gleich da. Da sieht man auch die Konstruktion von außen, die haben wir mit dem Oberrang und dem Unterrang. Polizei ist da, Rettung ist da, einige Zuseher. Eingang ist da, nach einer langen Schlange schaut es nicht aus, gut so, schnell rein. Bin auf meinen Plätzen angekommen, ihr seht es, sehr schön mittig. Rechts die WRC-Spieler wärmen auf, links die Sturmspieler, machen noch die letzten Übungen, da geht's in die Kabine und dann los mit dem Spiel. Wenn ich es gerade richtig sehe, Werner Altmann heute Schiedsrichter. Muss ich sagen, war ich bei den letzten Malen oft nicht überzeugt. Aber vielleicht schafft das dieses Mal ja mich von seiner Schiedsrichterfähigkeit zu überzeugen. Ich hoffe es sehr. Bitte keine unnötigen Fehlentscheidungen. Bitte. Wie vorhin schon angesprochen, Auswärtsblock, bestens gefüllt, Fahnen werden schon geschwenkt, Mannschaft wird wieder bestens supportet werden. Man muss einfach sagen, allein dieses Ambiente mit dieser Wolkendecke hier sehr, sehr nice. Wolfsberg, Lavantal Arena, natürlich nicht riesengroß, kein großes Stadion, aber doch sehr nett. Gut zum Fußball schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber im Morgen ist schon laut. Unter uns. Also ich bin gespannt, was ich von den Fans aufnehmen kann, weil wenn diese Truppe die ganze Zeit benutzt wird, dann wird es schwierig werden, hier die Sounds vom drüberen Auswärtsblock hier aufnehmen zu können. Aber schon, wir werden sehen. Das Publikum applaudiert, Mannschaft kommt, ja, schauen wir mal, ob die Prediction aufgehen wird oder nicht. Die Grenze 2:1. Schauen wir mal, ob es so werden wird oder nicht. Daumen sind gedrückt. Los geht's. Auch gerne 90 Minuten. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Erste Qualifikation vom WRC, bisher eigentlich nur Sturm im Spiel, aber jetzt gerade gut vorgekommen. Gute Körperweise zum Mitte gegen Zakaria. Ja, da noch ein halbwegs gefährlicher Abschluss.
Gefühlsmäßig hat das gerade nicht recht gut ausgesehen. Sie kontrollieren sie eh schon. Geht weiter. Gott sei Dank, kein Eingriff. Sehr, sehr gut gemacht, außen, krass, Vlodicic, aber Flanke kam nicht an, der Kerr hat den Ball nicht bekommen, schade, aber so kann es weitergehen. Guter Abschluss. Ich sag's ehrlich, wüssten wir jetzt die eigene Chance, die andere spielen schnell, gerade nach vorne, direkt das Passspiel. Machen wir es nicht schlecht. Weiterhin haben wir 0-0, 19 Minuten gespielt. WRC ist sehr, sehr gut gespielt. Die WRC hört sich auf das Spiel noch konsequent und viele Eisbären-Duelle im Mittelfeld. Die sind dementsprechend eigentlich sehr, sehr gut hier auf der Bühne. Ja, von Sturm viel zu wenig gesagt. Ich muss ehrlich sagen, bis auf ein paar Schüsse aus der zweiten Reihe ging offensiv leider wirklich noch nicht viel. Eine gefährliche Flanke, noch die nicht ankam, aber sehr schwierig bisher. WRC von den Chancen her sicher definitiv ein Plus. Der erste wirklich sehr gut ausgespielt, offensiv also von Sturm verfügbar. Hinterläuft auf der Seite, spielt ihn rein. Dann in der Mitte der Abschluss. Und dann schickt er Mangel raus. Ja, Wahnsinn. Aber schaut gut aus. BRC hat noch viel, viel Tor raus. Das ist 1-0, die Turmspieler sagen Handspiel. Aber schaut, wie knapp Spiel ist, oder nicht werden sehen. Aber wenn, glaube ich, alle Handspiel sagen, sobald der Torschütze mit der Hand dran ist, ist es Handspiel. Schauen wir, was der Vorher sagt. 20 Da steht es auch schon. Vorher check. Gefühlsmäßig. Wir hören auch nicht auf, wir spielen immer weiter. Der WRC spielt wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also heute, ja, Wahnsinn. Halbzeit, 1-0 für WRC. Kurz der ersten Halbzeit, ich muss sagen, WRC meines Erachtens auch deutlich besser. Ich habe schon ein, zwei Nachrichten gesehen auf WhatsApp in einer Gruppe, wo es hieß, eindeutiges Handspiel wird. Mal schauen, ich werde es mir nach dem Spiel anschauen, werde schauen, ob das wirklich so eindeutig ist. Ich meine, wenn sich die Sturmspieler so lange so eindeutig beschweren, nichtsdestotrotz nicht unverdiente Führung von WRC, muss man ehrlich sagen. Auch Sturm hat es ein paar probiert, aber WRC deutlich öfter, deutlich bessere Chancen. Also da wird Christian Ilzer in der Halbzeitpause sehr, sehr unzufrieden sein. Und ich denke, dass da auch ordentliche Ansprache geben wird und vielleicht auch der ein oder andere Wechsel, dass da ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr noch Zielstrebigkeit zum Tor reinkommt, weil ohne dem wird es heute sonst nichts werden mit drei Punkten, drei wichtigen Punkten. Und bisher ist mir auch leider nicht wirklich gelungen, die Fans hier zu filmen, weil die ganze Zeit wird da getrommelt und man hat immer dieses fette Trommelgeräusch drauf, wenn man die Videos angehört, leider. Oder die Leute hier sind sehr, sehr enthusiastisch und fiebern komplett mit und hören auch rechts wieder nicht von den Fans. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit wird es mir noch gelingen, das ein oder andere Mal einfach Fanschatz aufzunehmen. Wäre sehr schade, wenn ich da heute nichts mitnehmen könnte. Das wäre jetzt eh was Gottchen. Hier oben. Bei uns. Ja, Weltklasse. Und mit dem Sturmfan. So soll es sein. Immer friedlich und entspannt. Die zwei Stürmer vom WRC sehr stark. 12 und 20er. Sehen gut heute. Warum genau heute? Wir haben generell schon eine gute Streak in den letzten Spielen. Nicht machen. Riesen.
ist eine Chance für Voracek und der Typ hat den halber, der Ball fällt ihm vor die Füße und schießt den Torwart einfach nur rechts und links vorbeilegen. So, es muss eigentlich der Ausgleich sein. Aber jetzt ein Freistoß in gefährliche Position. Bitte. Sturmfans. Drehen mit 1-1. 54 Minute, 53. Minute. Sehr schnelles 1-1, ganz wichtig. Und jetzt dranbleiben und macht zum Score noch. Ganz wichtig beim 3-Punkt heute. Ganz, ganz wichtig. Führungstreffer zu machen. Also es ist ein offenes Spiel noch. Aber jetzt eben voll da, Sturm, es gibt auch gerade mehr und Druck und Tempo. Das wird es da, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Oh! Bevor ich mich freue, hier wird noch diskutiert. Ich weiß nicht, ob ein Handspiel oder was diskutiert wird, aber schauen wir mal, ob das 2-1 zählt. Oder 1-2 besser gesagt. Ganz, ganz wichtig. 1-2 in der zweiten Halbzeit. Spiel jetzt mal gedreht. 2-1. Führung für Sturm Graz. Schön rausgespielt. Schönes Tor. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ganz, ganz stark von Voracek, der den Ball behauptet. Weitergeleitet. Und dann Böhring mit einer großen Chance. Und Tor haben jetzt sehr stark gehalten. Gut reagiert. Ein bisschen schärfer vom Schuss und der Tor hätte wahrscheinlich nichts machen können. Platzierung in Ordnung. Aber ja, so war er zu schwach. Langsam fängt die Maschinerie richtig ins Laufen an. Jetzt ist ein Angriff nach dem anderen von Sturm. Also wenn sie jetzt noch das 3-1 drauflegen, dann schaut schon sehr gut aus mit den 3 Punkten. Ansonsten ist es halt bis zum Schluss alles drin. 6.125 zu sehr heute. Ja, gut gefühlt, das muss man schon sagen. Schau jetzt mal, wie versetzt der auch zum Ball steht. Sicher, mit dem Fall. Riesenchance. 85 Minuten, eine Riesenchance für BRC. Da müssen wir eben noch mit dem Dormant oder vorbeilegen auf der Seite. Schafft er nicht, dass den Ball nicht gut angenommen und dann ist die Chance wieder. Gott sei Dank. Also er ist richtig, richtig bitter. Wir sind 5 Minuten vor Schluss. Gute Karte von Betreuer. So, auch wenn ich heute nicht viel machen können, Fans waren sehr, sehr stark. Ich würde eigentlich gerne auch bei der Feierlichkeit mit den Fans dabei bleiben. Das Ding ist nur, mein Bus geht in 28 Minuten. Laut Google Maps gehe ich 33 Minuten. Ja, schauen wir mal. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Ich hoffe, ich erwische den Bus. Eine Stunde warten, ich gar keinen Zara Plus. Ich habe auch nur für den die Reservierung. Ich beeile mich lieber. Das ist nur für entspannt, habe ich gerade nachgeschaut. Nochmal 2,4 Kilometer an Fußweg jetzt zum Bahnhof. Vollkommen egal. Hauptsache, wir kriegen den Bus. Keiner Spaziergang, tut einem eh nicht weh. Nicht schlecht, wenn man sich auch ein bisschen die Beine vertreten kann, nachdem ich sonst nur heute im Bus oder Zug oder im Stadion rumgesessen bin. Zum Spiel, was soll ich sagen? Es war ein bisschen unnötig Nerven aufreihen. Das erste Halbzeit war, habe ich auch schon in der Halbzeit. Ein bisschen zu schwach, wie erzählt. Wirklich stark, wenn da auch vielleicht sogar noch ein zweites Tor fällt. Darf man sich nicht beschweren. Die haben wirklich probiert, die haben gemacht. Starke erste Halbzeit vom WRC, aber dann, ich glaube, Christian Ilzer hat erstens mit den Wechseln gut reagiert, aber auch eine ordentliche Ansprache gehalten. Hat da dementsprechend die Mannschaft neu ausgerichtet. Die ist ganz anders aus der Kabine rausgekommen. 2 schnelle, wichtige Tore gemacht. Wären auch noch 1-2 weitere Tore möglich gewesen. Wenn man sich ehrlich sieht, war schon ein paar hochkaräter Chancen dabei. Nichtsdestotrotz 2-1 über die Zeit gebracht, 2-1 gewonnen. Das sind halt Spiele, die musst du auch einfach gewinnen, wenn du ganz oben mitspielen willst. Momentan 2 Punkte Führung auf Salzburg. Schauen wir mal, in 20, 30 Minuten geht's los mit Klagenfurt gegen Salzburg. Wir jetzt im Bus, durch im Zug schauen. Hoffentlich kann Klagenfurt ein paar Punkte machen, aber Spiel heute war geil. Ich glaube, mein Predictions, Kita-Spiel-Tor ist aufgegangen. Und Zakaria-Assist, weiß ich gar nicht, hat er 1-Assist gemacht? Ja, richtig, richtig geiles Spiel im Endeffekt. 3 Punkte, besser geht's nicht. Man kann ja sagen, was man will, aber hier am Weg entlang zum Bahnhof
steht schon das ein oder andere sehr, sehr schöne Gebäude. Hier hat eigentlich alles begonnen heute mit dem Video und ihr seht es, wir sind am Weg zurück zum Bahnhof. Solltest du sehen das Video, beste Grüße an der Stelle mit gerade jemandem mit Wolfsberger Kennzeichen und Sturmfan aus dem Auto kurz rausgeschrien. Wir haben uns gefreut über die 3 Punkte. Ich habe gesagt, gute Heimfahrt. Haben wir nicht gesehen, dass er aus Wolfsberg ist. Also nein, er ist aus Wolfsberg und Wolfsberg ist schwarz-weiß, deswegen sehr, sehr gut. Beste Grüße an der Stelle, war sehr lustig. Nächste Video wird sein Österreich gegen Belgien, nachdem jetzt Länderspielpause ist. Natürlich das Länderspiel, alles entscheidende Spiel, ob es Platz 1 oder höchstwahrscheinlich Platz 2, sollten wir dieses Spiel nicht gewinnen werden wird. Ich bin sehr gespannt, freue mich schon sehr darauf und glaube, dass Österreich gerade mit den neuen Leuten, die jetzt dabei sind, gar nicht so schlechte Chancen hat. Zakaria und Prass. Schauen wir mal. Vorne stehen schon die Leute, da muss ich hin, da kommt dann der Intercity-Bus. Ja, in dem Sinne, mir bleibt jetzt auch nichts mehr anderes übrig zu sagen, also vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe es zum Bus recht hätte geschafft, schon 33 Minuten, 25 Minuten für den Weg gebraucht. So muss es sein, so kann es bleiben. Daumen nach oben, Kommentar, Abo da lassen. Wie immer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schade, dass ich die Fanschance nicht so raufbekommen habe, aber wie gesagt, das lag halt an der Lavontal Arena, wo ich gesessen bin. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, wann es auch immer schaut. In dem Sinne, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.